Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mal wieder Glibbi Blubber von Simba. Heute der zweite Teil mit den Badebomben, die nach Brombeere und Tutti Frutti riechen. Letztes Mal haben wir ja schon mit Erdbeere und Apfel angefangen und natürlich, ja, Krümotze, du hast es dir schon im Bad hier gemütlich gemacht. Ja, selbstverständlich. Ich warte doch nicht auf dich. Ja, brauchst du auch nicht. Wir werden heute Brombeere einmal und Tutti Frutti in die Badewanne hier tun und gucken, wie sich das auflöst, ne? Beim letzten Mal Apfel wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Erdbeere war eher pink. Na, da gibt's gar nichts zu lachen. So, und wir fangen mal an. Krümelmotze, mit was möchtest du anfangen? Vielleicht blau, Tutti Frutti ist genauso wie du. Oh, immer der gleiche Witz. Ja, blau, Tutti Frutti. Gut, dann fangen wir doch mit Tutti Frutti mal an. Ist ab 3 Jahren geeignet. Wie gesagt, gar nicht schädlich für die Haut. Hatten wir schon beim ersten Teil gesagt. Und wie gesagt, es sprudelt und färbt das Badewasser. Ne? Und bei Glibbi denkt man ja direkt so an Glibbi Slime oder sowas. Ne? Oder Jelly Buff mäßig sowas. Nein, es färbt hier einfach nur das Wasser. Oder Krümelmonster? Genau, so sieht's aus. So, dann... Ich mach das mal kurz auf. Das dauert mir viel zu lange. Und dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. So, wir haben hier eine riesige blaue Badebombe, die nach Tutti Frutti riecht. Riecht so ein bisschen wie Kaugummi, oder Krümelmonster? Ja, wie Kaugummi, das stimmt. Und jetzt rein damit. Aber in die Badewanne, ich will das nicht essen. Ja, man darf das auch nicht essen und auf gar keinen Fall das Wasser danach trinken, ne? Also auch wenn Krümelmonster das machen würde. Hey, ich mach das nicht, das weißt du. Da haben wir schon anderes gesehen. So, jetzt 3, 2, 1, los geht's. Ja, so langsam. Ist aber eher so hellblau, oder? Jetzt warte doch erstmal ab, Kahn. Ja, sorry. Dann warte ich eben ab. Du redest immer so viel. Oh, da kann man gar nichts genießen. Ja, tut mir leid, man kann ja auch auf stumm stellen oder so. Ja, ich aber nicht. Oh, jetzt sei ruhig, Kahn. Ich möchte hier mein Bad genießen. Sei du doch ruhig. Nein, du. Du. Nein, du. Gut, wir beide. Okay. Na, da werden wir Krümelmonster wahrscheinlich gleich nicht mehr drin sehen. Also das ist eher so ein hellblau, Leute. Sieht aber echt schön aus. Und wie riecht's? Es riecht ganz toll nach Tutti Frutti. Das ist echt super, Kahn. Finde ich auch. Und wir warten und warten und warten und warten und warten und warten. Aber es sprudelt, ne? Das seht ihr, Leute. Hier, kann ich das jetzt hier so in der Hand habe, dann davon nichts. So. Oh, ein bisschen ist noch da. Ich würde sagen, wir lassen das hier komplett auflösen, oder, Krümelmonster? Ja, was denn sonst? Soll ich mich ins Bad legen? Ja, das kannst du gerne mal machen. Nein, keine Lust. Ich schäme mich. Ach so, aber jetzt hier ins Bad. Ach, Krümelmonster. Leute, wir warten kurz ab, bis die Badebombe sich hier komplett aufgelöst hat. Und dann sehen wir uns genau jetzt. Leute, schaut euch diese Farbe an, Krümelmonster. Super blau, oder? Ja, genauso blau wie ich. Jetzt sagst du es endlich mal. Leute, schaut euch diese Farbe mal an, wie das leuchtet. Ich finde es super cool, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es doch mal direkt in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, direkt mal einen Daumen nach oben. Also gucken wir mal, zu mir gefällt die Farbe wirklich sehr. Was sagst du zum Duft? Ja, duftet sehr, sehr schön. Also, sehr gut. Mir gefällt's. Tutti Frutti halt. Und das stinkt nicht so wie du. Was? So wie ich? Ja, ja. Also, ich wollte es nicht sagen, aber Kahn. Du stinkst. Okay, das trifft mich jetzt schon ein bisschen. Wollen wir direkt weitermachen mit Brombeere? Ja, du Stinker. Krümelmonster, also... Na egal, du stinkst auch. Und zwar nach Keksen. Hey, das muss doch nicht sein. Wir machen jetzt weiter mit Brombeere. Tada! Und? Die riecht echt gut. Oder Krümelmonster, willst du mal riechen? Ja, die riecht gut. Sehr gut. Die stinkt nicht. Wie? Ja, egal jetzt. Ja, wir haben das gerade geklärt, Leute. Wir haben das hinter der Kamera gerade geklärt. Krümelmonster, bitte nicht so persönlich werden. Okay, du kleiner Stinker. Oh, da haben wir es eben noch. Na, egal. So, Brombeere, auf geht's. Lila, pink, wir schauen, was es wird. Wow. Wow, das ist echt heftig. Schaut euch das mal an, Leute. Also, so schnell hat das Wasser sich... noch nicht geändert, also die Farbe vom Badewasser. Das ist ja mega cool. Schaut euch das mal an.
Und Leute, gleich gibt es noch eine Überraschung, ja? Also fürs nächste Video. Aber warten jetzt erstmal ab. Ich bin ruhig. Jetzt verrat doch nicht die Überraschung. Nein, mache ich ja nicht. Aber die Farbe, lilane Farbe. Nicht schlecht. Nicht schlecht, sage ich, Leute. Und ich sag, sehr schlecht. Ha, sollte nur ein Witz werden. Ja, super witzig. Du großer Stinker, du Keksstinker. Hey, du brauchst ja nicht so persönlich werden, Kahn. Also ich mach nur das, was du auch eben gemacht hast. Okay, sorry. Ja, ich sag auch sorry, tut mir leid. Gehen wir später was essen? Nö. Ach Mann. Na egal. Leute, wir sehen's hier noch. Eine echt coole Farbe. Also die vier Farben hier sind alle eigentlich wirklich echt super. Also Apfel, Grün, Pink, Erdbeere, Blau, Tutti Frutti und Lila jetzt, Brombeere. Aber das Coole ist auch und das Gute ist auch, es riecht nicht so, wie soll ich sagen, nicht so krass. Ne, also nicht so heftig, sondern eher ein bisschen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich ein bisschen erkältet bin. Ja, nein, Kahn, du hast schon recht. Das riecht nicht so heftig. Aber warten wir es mal ab, bis das hier komplett aufgelöst ist. Ja, ich schaue mal gerade nur rein. Ah. Noch so wenig. Also das war's eigentlich schon. Leute, was sagt ihr hier zu der lilanen Farbe? Komm mal hier hin. Was sagst du? Also mir gefällt's. Tolle Farbe. Aber Blau war ein bisschen besser. Ja, ich finde auch. Blau war bisher das Coolste. Aber das ist ja alles eine Geschmackssache, ne, Leute? Was sagt ihr zu Glibbi Blubber, Leute? Und Krümmelmotzer, wollen wir vielleicht Also im nächsten Video gibt's eine coole Überraschung. Wollen wir schon verraten? Ich merke schon, du kannst deinen Sammel nicht halten. Ja, tut mir leid, was soll ich machen? Okay, komm, dann verrate es. Okay, Leute, bevor wir das jetzt hier beenden, also wirklich sehr, sehr coole Farben, gerade hier das Lilane auch, sehr schön. Aber es gibt beim nächsten Mal eine Überraschung. Wir werden gleichzeitig auf einmal nicht nur die 4 Badebomben hier, nicht 8 Badebomben, sondern, Leute, 12 Badebomben auf einmal. Wir werden 3 Packungen auf einmal in Krümelmonsters Badewanne tun. Krümelmonster, was sagst du dazu? Hä? Was sagst du dazu? Hey, das war aber nicht mit mir geplant. Doch, mein Lieber. Das war auf jeden Fall mit dir geplant. Leute, was sagt ihr zum heutigen Test? Und freut ihr euch mal auf diesen Test? 12 Farben auf einmal. Heftig, oder? Leute, was sagt ihr? Wir sehen uns beim nächsten Mal, Krümelmonster. Bis zum nächsten Mal. Wir treffen uns dann beim Essen vielleicht. Nö, habe ich doch gesagt, ich komm nicht. Ja, dann komm nicht, dann werden wir schon sehen, was du hier von deinen 12 Badebomben hast beim nächsten Mal. Leute, ciao! Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefällt und kein Stinker ist, Daumen nach unten. Ciao! Krümelmonster.